Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Let's Play von Total War Rome 2 mit der Modifikation Devil Dead Impera. Ich bin Exekutrix, wir haben in der letzten Mission haben wir erfolgreich hier oben weitere Siedlungen der Germanen eingenommen und uns hier den Norden gesichert. Müssen wir uns gerade mal sagen und sind hier jetzt am Ausbau der Infrastruktur. Leider sind wir hier jetzt zu schwach, um direkt gegen die, ja, die können wir noch hochleveln, um direkt gegen die Germanen weiterzukämpfen. Die haben den Waffenstillstand abgelehnt. Mittlerweile haben wir Krieg mit den Massaliern, die uns in den Rücken gefallen sind. Hier drüben müssten ebenfalls noch zwei Legionen stehen haben. Die können wir theoretisch auch runterholen. Also hier haben wir noch eine massalische Armee. Wir haben eine schwedische Armee, eine schwäbische Armee. Bodigalla wird von einer spartanischen Armee belagert. Hier unten haben wir ein bisschen Trubel. Hier haben sich eine massalische Armee in den Besitz von Mediolanum gemacht und hier die Versorgung unterbrochen von der Provinz. Haben wir auch ein kleines Minus. Wir haben eine neue Legion ausgehoben. Die steht hier bereit zum Angreifen. Das heißt der neue, nee, das ist Legion Afrika, die euch jetzt mit Truppen ausgestattet. Im Süden sind die 10. und die 3. Legion unterwegs in den Norden, um hier ebenfalls die Truppen zu verstärken. Die Sezession hier unten wurde beendet. So, jetzt haben wir hier wieder Plus und 2000. Mal Magna Germanica, haben wir gerade keine Arbeit. Ja, hier ist eben der Aufstand am Laufen. Und Germania Minor. So. Ich hoffe jetzt nur, dass die Atrabaten nicht abfallen. Ja. Hier haben wir noch mit Flotten die Umgebung gesichert. Ich fürchte halt auch, dass die hier jetzt recht schnell zuschlagen werden. Und jetzt gucken wir mal, was in der nächsten Runde passiert. Wir haben noch ein Verstärkungsangebot für die 3. Legion Vitrix. Wir gucken, dass sie mehr Moral hat. Hier sofort einen Bonus auf Rekrutierungshilfen. Verstärkte Belagungsmaschinen, da schauen wir mal. Ja, jetzt greifen sie Patavium an. Ja, leider verlieren wir jetzt Patavium. Also die feindliche Armee, die ist jetzt ebenfalls angeschlagen. Ja, und hier haben wir jetzt... Super, jetzt müssen wir auch noch kämpfen. Flotten verlieren wir ebenfalls. Verdammt.
Jetzt haben wir noch eine gefährlichere Situation. Ja, beide Admirale verloren. Also wir müssen es irgendwie gucken, dass wir Truppen von Germanien nach Süden verlegen. In Bibracte haben wir ebenfalls eine Legion am Ausheben. Wir haben mit den Basileern eine defensive Allianz beschlossen. The spirits of our ancestors have no use for. Nee, die kosten ein bisschen zu viel Geld. Und jetzt werden wir hier gerade mal. Ja, jetzt müssen wir was unternehmen. Irgendwie muss es doch möglich sein, mit den Germanen in Schweben einen vorübergehenden Waffenstillstand erreichen könnten, dann wäre ich auch schon viele gewonnen. Mist, ja, jetzt haben wir wieder natürlich Einbußungen. Müssen wir natürlich aufpassen, Fraktion zerstört, die Nabatäer wurden zerschlagen. Legion Victrix. Ja, die braucht jetzt halt noch ein bisschen, bis sie einsatzbereit ist. Dann können wir sie losschicken. Das ist eben die Frage. In Schweben, können wir mit denen nicht doch Frieden schließen? Mit der schwäbischen Konföderation, mit den Schweben hier? Dass wir denen hier jetzt ein Friedensangebot machen? Für eine... Boah. Sehr gut. Sie haben den Frieden, das man akzeptiert. Das heißt für uns, wir können jetzt sofort diese Truppen zurück in den Süden. Sofort in den Süden marschieren. Auf Korea zu. Hier bei Vicentio müssten wir ebenfalls runterrücken können. Whiskey Confederation. Gut, okay. Welcome. Speak. Come on. Our warriors thirst for your blood and hunger for your women. Perhaps they can be distracted by gold. You speak wise. So. I am sure you have many pleasant. My time is better spent feasting and hunting than listening. So be quick with your chattering. Okay. Did your mother whelp any sensible brats? Still your flapping tongue, or my knife will find good use.
So, also wir haben jetzt zwei Legionen, die bereit sind. So. Die schicken wir hier hin. Weil die sind angeschlagen. Und dann müssen wir gucken, dass wir rasch von hier oben her gegen Mediolanum losschlagen. Hier haben wir jetzt ein Plus von 26, 25. Die Legion ist angeschlagen. Diese Legion hier füllt langsam ihre Reihen wieder auf. Die sind zwei Runden, müsste diese soweit sein. Die Armee hier könnten wir... Ne, also der Feldzug gegen die Germanen hat uns einiges gekostet. Und... Erledigen wir hier gleich mal die Rebellen. Da unten ist auch noch eine massilische Armee, die sich hier noch verschanzt hält. In zwei Runden. Armee hat sich weiterentwickelt. Dann gehen wir es mal ab in die nächste Runde. Sehen Sie, die schweben langsam zurück. Wo hat er jetzt angegriffen? Na super. Jetzt hat er hier den Stamm befreit. Ja, okay, so würde ich es auch machen. Ja, hier gehen sie gegen die Piraten vor. Er versucht jetzt meine Truppen im Norden zu binden, um im Süden weitere Kräfte freizukriegen. Also der hat den Schachzug richtig gut gemacht. Das mit meiner KI lassen. Und trotzdem sind seine Truppen weiter geschwächt. Den jetzt auch nicht die Provinz überlassen, das sehe ich nicht ein. I'm not here to burden you with demands. My offer is what we consider worthy of your people. Die Ubier wollen mit uns. So, jetzt sind sie plötzlich der Klient von mir. Aktuell können wir das so stehen lassen.
verflucht. Die stehen kurz davor, sich im Krieg gegen uns zu beteiligen. So, jetzt müssen wir es mal kurz angucken. Wie sieht denn das aus? Ja. Gucken wir mal. Piraten und zerstört. Mit den Uwien haben wir einen Uwia. Uwia gegen die Massalia. So, hier schicken wir jetzt Truppen nach Norden. Die kriegen natürlich durch die Witterung immer noch Verluste. So, hier müssen wir jetzt vorrücken. So, jetzt gucken wir mal, vielleicht kriegen wir es hin. Es ist ein Pyrrhus-Sieg, den wir hier jetzt erringen. Ja, wir haben den Gepäckzugkammer verloren. Bei Runden sind die Armeen hier wieder ausgeglichen. So, ich will jetzt diese Armee zerschlagen. Da hält es natürlich super die Truppen auf, die eigentlich in den Süden sollen. ja, wie praktisch. In einer Runde sind die Bataros, die können wir eigentlich schon mal verlegen. Hierhin. Und hier den Rest rekrutieren, dann können wir nicht Octodonum schon mal erobern. So. Gucken wir so kurz die politische Situation an. Das passt soweit. Höre. Wir uns jemanden befördern. Können den hier können wir verheiraten. Ihn können wir verheiraten. Und wir können ihn auch befördern. Agrippa, den können wir befördern. Und ansonsten gibt es ja nicht mehr so viel.
Telefon. Mit 60 braucht man den nicht mehr befördern. Den können wir noch verheiraten. Du bist Cenelio Africanus. So, jetzt gucken wir uns nochmal die Politik an. Ein bisschen. Ein bisschen Minus gegeben. Gut, dann können wir jetzt weitermachen. Norden werden wir jetzt auf jeden Fall die massalische Armee zerschlagen. Die ptolemäische Flotte verjagt, ja, zerschlagen, oder? Ja. So, dann schauen wir mal, wie wir jetzt weitermachen können. Die massalische Armee im Norden werde ich auf jeden Fall vernichten. Natürlich sind auch die Atabaten noch ein Problem. Sardinien will dem Krieg gegen Massalia beitreten. Die wollen eine Zahlung dafür. Massalia hat sich keinen Gefallen getan mit dem Kriegserklärung. Aha, Bodogis ist gefallen. Gucken wir gleich mal. Vanneur wurde befördert. So, das Imperiumslevel ist gesteigert. Imperiumsunterhalt ebenfalls. So. Sardinia hat Massalia den Krieg erklärt, wir haben die Helisi entdeckt, wir haben die Ligurische Konföderation entdeckt. Aktion Reis, Helisi und Ligurische Konföderation, machen wir denn die? Ach, die wurden jetzt von den Massaliern gegründet. Helisi, Basilia,
Ligurier durch die Athener. Athen hat die Ligurier befreit. Instruktionsreport. Okay, dann haben wir hier jetzt eine Situation, dass der Feind hier... So, angreifen. So, sehr gut. Wir haben jetzt fast die komplette Provinz hier oben. Nehmen wir das hier. Das hier und hier haben wir... noch Meliolan. Hier ist aber eine balysische Armee und hier ist auch noch eine Armee der... So. Schickt mir hier jetzt die Legion weiter. Ist erstmal hier oben gebannt. Haben wir irgendwo richtige Probleme bekommen? Na, die werden getötet. Ja, wir können hier jetzt sogar theoretisch Truppen von den Verbündeten holen, rekrutieren. Ach, hier oben macht sich jetzt langsam die Versorgungslage breit. Ja. Mal gucken, wie wir das machen, wie wir den ganzen begegnen. Hier schickt man es erstmal die Legion weiter in den Norden. Sofort am Rekrutieren. Wir haben jetzt, wie gesagt, eine Legion, die Ligurier. Ja. Kann ich mit denen handeln? Ja, wir können mit denen erstmal handeln. Die Ubier. Gleich mal, wen können wir noch befördern? Hier die vierte Legion. Auch hier gleich wieder die Verstärkungsrate erhöhen. Also Massalia hat es langsam ein Problem. Was ist da auch noch ein Pufferstaat dazwischen? Die haben sich echt keinen Gefallen getan mit der Kriegserklärung. Jetzt schicken sie da unten doch Armeen hin und her. Und
Kommt es wirklich auch zu größeren Kämpfen, Truppenverschiebungen? Enjoy this quiet time. It ends now. The storm is coming. The storm of blood must you wait. So, jetzt haben sie ebenfalls zig Feinde bekommen. Wir werden uns primär erstmal um Massalia kümmern. Mörder. Beben. Wo haben sie unser Gebiet betreten? Ah, hier. Wir marschieren jetzt auf Tupfodernum zu. So. Ich schicke jetzt mal diese Truppe. Ah, die Atrabaten stehen hier und plündern. So, haben wir hier drei Armeen stehen. Die könnten theoretisch hier oben ja, wir sollten jetzt erstmal auch nach unten schicken. So, wir sitzen hier. Lass mich hier jetzt einen Ausfall machen. Diese Armee. Und der Quatsch, wieso kann der nicht angreifen? Gleichzeitig diese Armee Mediolanum. Na, da müsste es eigentlich überrennen können. Ja. So, die Armee gehört wieder uns. Und wir haben hier auch genug Truppen stehen. Hier eingekeilt bei zwischen zwei Legionen. So, dann schicken wir gleich mal die Armee hier hoch. Steht in Karthago. Und die Armee ist in der nächsten Runde, können sie übersetzen. Hm, mehr können wir hier nicht machen, doch. Hier die Armeen, die Legionen hinterherziehen. Jetzt haben wir hier nämlich gleich mal 4 Legionen im Feld. Und vielleicht was am geschicktesten hier gleich gegen Korea etc. noch loszuschlagen. Ich schaue, ob ich die Sweben doch nochmal zu einem Frieden. Ach, die haben mir den Krieg erklärt. Jetzt gucken, dass wir hier
dass wir hier die Legion auf jeden Fall hochleveln. So. Mit den vier Legionen könnte man eigentlich auch recht rasch hier unten Massalia und so weiter aufräumen. Na, jetzt marschiert dann in den Süden. Wir haben jetzt auch die Unterstützung der Basilia, die hier jetzt auch die Massalia zerschlagen. Und oben muss man natürlich noch gucken, dass wir Coria ebenfalls einnehmen und erobern. Jo, also das Hauptziel ist jetzt auf jeden Fall die. Between friends, the gift of. We welcome your acceptance. Der unüberlegte, die unüberlegte Kriegserklärung der Massalia hat uns hier jetzt einige Vorteile gebracht. Wir haben mit der Verbündete gewonnen, auch mit den Sardinien hier. Joins your enemy, die schweben, verdammt. Hauptstand im Ding, das war leider zu erwarten, dass die da jetzt noch mitmachen, um uns noch ein bisschen unhappy, wo? Ja, das ist klar, wegen der allgemeinen Lage gerade. So, die Truppen hier sind aber fast, sei bewusst, fast. So, angreifen. Wenn die es unbedingt so haben wollen. So, dann zerschlagen wir hier gleich mal die germanische Armee. Fall back.
andere hinten ran. So, jetzt. Die sollen gleich mal spüren, was Widerstand gegen Rom bedeutet. Ja, da ist nämlich eine ist noch da, eine Armee. Ja, wir schicken jetzt die dritte auch hier hin, um hier wirklich den Feind hier jetzt auch im Schach zu halten. Hier können wir eigentlich auch hier vorschicken. So, dann haben wir noch hier einmal, zweimal und dreimal. So, die schicken wir hier hin. Die hier hin. Gut, die Basileer, die kommen hier nicht weiter. Das ist sehr gut. Die Armee schicken wir raus aus der Stadt. Hier unten. Legion Augusta übersitzen. Hier Legion Gemina, die kann hier gerade wieder an Land. So, dann machen wir jetzt noch eine Runde und dann werden wir einen Cut machen. Ja. Super. Da hat die Armee noch einen Angriffsbefehl, den ich übersehen habe. Wir haben gerade Gänse geschnattert. Greifen die halt hier oben an. Und wir haben da ja auch ein gutes Mittel dagegen. Also hier können wir dann auch die... Ah, die haben die Siedlung nur geplündert, die sind zu schwach. Retreat, men! Retreat! Journey completed. So. Na, Legion Afrika geht hier, glaube ich, unter. Oder wir machen jetzt einen Cut und wagen es. Ja, der hat natürlich auch eine Artillerie. Jo, wir machen hier jetzt einen Cut. Ich werde diese Schlacht versuchen. Wir lassen seine Reiterei ausschalten, haben wir eine Chance. Ja, aber hier speichern wir jetzt ab. Machen jetzt den Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Exekutrix.